Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. So, wir haben ein paar Seelen, ne? Wir nehmen mal die, machen Auswahl benutzen. Machen mal so, ja. Wie viel kriege ich denn? Alter, wenn ich überlege, wie viele Seelen ich verloren habe, ich könnte immer noch im Strahl kotzen, ey. Immer noch. Es ist so nervtötend einfach. Ja, 11.000 Seelen, cool. Richtig nice. Wer ist sie denn da? Kenn ich dich? You're an unkindled, aren't you? Bist du? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Ist es die mit dem komischen schweigsamen Typen? Duties we each bear, but one's duty is so I doubt we've much to gain from the blessing of the moon upon your journey. Welcome home, speak. Very well. Then touch the darkness we've taken. Mein fucking Wecker. Ich glaube, man hört ihn nicht, außer wenn ich rede. Ich mach den gleich mal aus. Wir machen das mal so. So, ich mach mal kurz meinen Wecker aus und dann geht's weiter. So. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt gehe ich aber nochmal ganz kurz zum Schmied und man kann bei dem Typen, den ich da gefunden hatte. Wo komme ich denn hier eigentlich hin? Ja. Interessant. Da kann ich ja wohl auch kostenlos, in Anführungszeichen, mein Level steigern. Aber man wird dann halt, kriegt dieses Mal des Dunklen, bla bla bla. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, wo der Typ ist. Ja, so sieht man sich wieder die Backen. So. Hä? Moment! Aha. Sunny, danke für den Tipp, dass man das machen kann. So. Bei ihm hier? Oh, hello, you're back and in one piece. Well. Whatever trinket you need, just don't ask me where I got them. Was macht das? Heavens, she was already. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As. Well. A little trinket of thanks, I suppose. Okay. Behalte ich. Was hat er mir für einen Ring gegeben, weiß man nicht. Was hat denn der so? Oh, guck mal hier. Oh, der hat sogar Glut zu verkaufen. Ich kaufe mal eine Glut. Naja, Wurfmesser brauche ich nicht. Guck mal hier, das ist doch das, was ich im ersten Teil, also was ähnliches, was ich im ersten Teil auch hatte. Ist natürlich recht leicht, weiß nicht. Vielleicht kaufe ich mir die mal. Ich habe ja auch welche gefunden, ne? Soll ich vielleicht da mal gucken. Goodbye. Ciao. Was? Ah, oh, tut mir leid, ich hab dir nicht zugehört. Wo ist denn dieser komische Grottenmolch, den ich da nicht getötet hab? Wo kackt der denn rum? Weil du kriegst irgendwie von dem ein Level. Und ja, dann hast du halt ein Level, ne? Kannst du den, weiß nicht, einen Keks freuen oder so. Am ersten muss man ja auch herausfinden, wo die Penner alle sind, ey. Ach, da ist er ja. Guten Tag. Oh, our champion of Ash.
Welcome home. Ja. This pilgrim with a debt in death, and I never would have had you not take. I thank you dearly for this. So, was hatten wir erstmal zu verkaufen? Zauber. Interessiert mich jetzt nicht so krass. Then shall we begin? Ja. Bearer of the dark sign. Let. Mach ich. So, hier kriege ich nämlich einfach komplett so ein Level-Ding. Aber wohin? Ausdauer. Leben wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt, noch ein bisschen mehr Leben zu haben. Andererseits wäre natürlich auch das nie schlecht. Aber ich glaube, ich mache Leben. Leben möchte ich sowieso ein bisschen mehr haben. So, dadurch ist jetzt aber auch mein Finsterzeichen-Ding da. Ich weiß nicht mal, was das macht. Ist mir aber auch Wumpe. Allerdings kann man theoretisch da entgegenwirken. Ich weiß nur nicht genau wie. Man kann das nämlich bei ihr wieder heilen. Welcome home, Speed. Hi. Ach so. Mit Seelen kann ich das heilen, alles klar. Nee, dann erstmal nicht, ne? Tut mir leid. Schnecke. Keine Zeit dafür. Also auch keine Seelen, by the way. So. Nein! Fuck, das war falsch. Scheiße. Da wollte ich gar nicht hin. Na gut, dann müssen wir nochmal eine Schnellreise machen, weil das war falsch. Hier will ich hin. Weil wir haben ja noch den Coilenboy, der da übrig ist. Ach nee, ich brauche mein Leben. Also ich würde mein Leben gerne so haben, auch wenn ich halt nicht entfacht bin. Da muss ich bestimmt Level 100 werden. Und meine Ausdauer ungefähr genauso. Oh. Bisschen zu unge... Oh, guck mal, hier ist noch was. Sehr cool. Giftpilze. Hilfe. Oh Gott, das heißt. Scheiße. Ja, tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen, Mann. Oh, da ist noch einer. Ach du heilige Kacke. Girls and Boys. Hm. Nein, nein. Oh shit. Ah, die kann ich doch bestimmt. Nein! Oh fuck. Ja. So. Okay, der andere wankt da hinten rum, der hat keine Ahnung, wo ich bin, das finde ich gut. Okay. Ja, hier komme ich hin. Wahrscheinlich ist hier gar nicht mehr so viel. Was ist da was? Oh, eine Vase. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Da sind schon wieder Rittertypen, ey. Ich raste aus. Nicht dein fucking Ernst. Ich gehe mal erstmal weiter. Guckt erstmal nur blöd. Hier ist noch ein bisschen was zu erkunden. Würde ich auch gerne machen. Allerdings würde ich eigentlich, dass der Penner soll mal herkommen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Nein, nicht benutzen. So, warte. Okay. Hat der mir nicht einen Ring geschenkt? Hat er hier noch großkotzig gesagt, oh, behalte diesen Ring. Bla bla. Bla 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 bla. Ich nehme einfach den. So, aber ich möchte eigentlich diesen... Ne, warte mal, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ach, ich habe ja noch die Seele gehabt, habe ich vergessen, scheiße. Kann ich den, also rein zufällig, hier hinholen, locken? Na, anscheinend wohl nicht. Na gut. So, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich hoffe, da ist jetzt
Guten Tag. Ich habe da mal eine Frage. Wissen Sie, wo das nächste Postamt ist? Nein? Schade. Ja, Alter, wie er sich umdreht. Ist ja... Oh, war ja. Vielleicht nicht die beste Idee gewesen, aber macht nichts. Alter, ich komme auch so schnell gar nicht hinter ihn, ne? Schon ein kranker Dude. Ja, du hast ein Schild, freut mich. Ich habe das falsche Schild, by the way, ausgerüstet. Muss ich gleich mal wieder ändern. Weil das Schild ist doof dafür. Ich möchte gerne das... Nehme ich das Graswappenschild, ganz ehrlich? Ich... Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Man kann ja quasi die Schilde auch verbessern. Und vielleicht kriege ich da... Aber auf 100 werde ich es wahrscheinlich nicht kriegen. Aber vielleicht ein bisschen mehr hoch oder so. Söldner Doppelschwerter. Okay. Wait. Hä? Das sind aber keine Doppelschwerter, Kinder. Das ist nur eins. Brauche ich zwei davon? Ist ja blöd. Mann, eigentlich will ich mit dem Uchigatana auch gar nicht so rumlatschen, ey. Oha. Oha. Das ist besser. Wie geht denn das bitte? Es hat nur 22 plus, das 24 plus macht ja keinen Sinn. Aber es hat halt einen, ja gut, es hat einen kritischen Wert von 110, was vielleicht nicht schlecht ist. Aber ich möchte mir gerne ganz kurz das hier testen. Weil eigentlich macht das mehr Damage. Mhm. Kohle von Pharaon. Aha. Okay. Boah, nee. Ach, guck mal, du kannst... Ach, das ist ja cool. Kann man sich sogar aussuchen, wo man hin möchte. Das finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Aber ich gehe mal zum letzten, wobei es egal gewesen wäre. Ich möchte mal das Schwert ein wenig ausprobieren. Ich möchte mir mal ganz kurz mal angucken, was ist dieses Pharos-Ding? Pharaon. Durch Wirken von Schwert scharf und giftig aktivieren. Aha. Ach, damit kann man die Waffen verbessern. Aha. Ich habe schon wieder vergessen, wie genau funktioniert das mit dem Ding? Gefüllt mit der Ansammlung des Fluchs. Was genau macht das? Kann ich das benutzen? Nee, schade, kann ich nicht. Asche eines Bestatters. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Aha. Macht Seelenwandlungen möglich, damit kann man halt umwandeln, also die Seelen in Bosswaffen oder halt andere Dinge, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Mache ich nämlich eh nicht. So. Wir müssen jetzt aber trotzdem einmal leuchtfeuermäßig hier woanders hin. Und zwar dahin. Ich dachte, da wäre noch ein neues Gebiet, aber das ist ja nur so ein kurzes Ding. Ich meine, der Keulen-Opi, wobei... Och nee, ich muss da nochmal zurück. Scheiße, da ist doch bestimmt noch mehr. Weil das hat mich bestimmt woanders hingeführt, als der Weg durch dieses große Tor, den man noch gehen kann. Und das würde ich eigentlich auch schon gerne wissen, wo mich das Tor hinführt. Dafür muss ich jetzt aber, glaube ich, erstmal alle platt machen hier. Nee. Von hier.
Ach shit, da habe ich mein Schild nicht hochgehabt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das macht nicht... Also ich muss mal gleich gucken. Also ich brauche genauso viele Schläge wie vorher auch. Von daher... Mh. Aber trotzdem muss ich mal gucken. Wo war denn jetzt das Tor? Es müsste ja da irgendwo gewesen sein, ne? Wo war denn das? Ah, shit. Da kommt eine Krabbe. Da kommt... Oh Gott, da kommen zwei Krabben. Ja. Ist es klar. Hier. Ah, hier kommt auch dieser scheiß Finstergeist. Mann, wo kommt denn der? Da geht's doch 100 pro weiter, oder? Hat er mich gesehen, natürlich. Ja, da kommt er. Hm, fuck you. Scheiß doch die Wand an. Ach, das ist doch lächerlich. Oh Mann! Ach so, kommt Keulen hier, kommt auch noch, alles klar, ciao. Ich bin weg, ne? Oha, komm, hier geht's runter. Alter, wie die sich auch immer umdrehen können. Jo. Alter, klar, dreht sich instant einfach um. Ist hier noch was? Eine Tür. Kommt bestimmt irgendwie durch. So. Guys. Oh Gott. Ja. Das sehe ich eh nicht. So, hier erstmal runter. Ist ein Leuchtfeuer. Wait. Schnell an das Leuchtfeuer, bevor der Penner kommt. So. Ja, scheiße. Shit. Achso, dann hau ich einfach nur die Treppe. Ja, ist cool. Ah, nee, ist auch cool. Au. Au. Like a verbal wind. Ich bin tot. Scheiße. Pharaonfeste, jawohl. Ich komme hier auch nicht weg. Scheiße, ey. Ach, komm schon. Ah, Hilfe! Wo bin ich? Ich möchte hier weg, warte. Oh Gott, da ist er schon wieder. Nein, 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 ich möchte das nicht. Setz dich doch da einfach ran, Mann. Das Blöde ist, der ist doch die ganze Zeit hinter mir. Ich krieg den aber auch nicht tot, weil der ist halt krass drauf, der Typ. Also ich werde wahrscheinlich jetzt sowieso sterben. Ach nee, jetzt ist der auch hier unten. Und der auch, okay, ich bin tot. Bin gerade echt ein bisschen am Überlegen. Ich bin eh tot. Gut, ich wäre eh gestorben. Okay.
euch. So, jetzt kann ich hier eigentlich durchgehen. Ich meine, hey, was soll's? Jetzt bin ich hier, ne? Also jetzt bin ich ja eh hier. Dann kann ich auch hier durchlatschen. Oh, lila Moosklumpen. Nice. Muss ich mir erstmal hier dann wieder auf so ein Ding setzen. So. Na gut. Eisendingsbums, alles klar. Ah, da ist ja auch irgendwo wieder Land. Nee, irgendwie nicht so. Scheiße. Jetzt bin ich vergiftet. Scheiße. Ich bin so weit weg. Das ist natürlich blöd, aber gut, es nimmt gar nicht so viel ab. Kann ich jetzt wieder rennen? Dankeschön. Ey. Schnecke. Oh, oh. Also die kann man voll scheiße bekämpfen irgendwie. Die explodieren. Oder? Nein, doch nicht. Okay, da sind ganz viele Schnecken. Pass auf, jetzt mache ich die alle kaputt. Ja, oder auch nicht. Ich drehe sie einfach. Boah, ganz ehrlich, hätte ich jetzt ein bisschen Salz dabei, ne? Wäre natürlich easy. Ja, mhm. Da oben kommen bestimmt ein paar Dinger raus. Finde ich ganz toll. Was? Ach, Schnecke. Let me look a little bit. Ja gut. So, das Item hole ich mir nicht. Das ist mir zu sehr irgendwie im Sumpf drinne. Prismasteine. Na toll. Ja geil, Prismasteinchen. Ich würde eigentlich gerne mal da drunter gehen, weil ich wissen, also ich möchte schon gern wissen, was das Ding macht, aber irgendwie auch nicht. Oh ja doch. Auf jeden Fall, das macht mehr Damage. Braucht drei Schläge mit dem Uchigatana. Aber nur zwei hiermit. Wer bist du? Was ist so deine Mission hier? Alles klar. Bist ein Arschloch. Ach, so einer bist du, ja? Hier mit Angrapschen und so. Aua. Ah, finde ich aber nicht cool. Ich muss mal kurz ein Stück trinken. Ich bin vergiftet, ne? Hast da kein Stress mit. Scheiße, ey. Ich krieg das bei dem irgendwie nicht hin. Mit dem Backstabben. Ja. Nee, ist klar. Nein! Oh, scheiß die Mutter. Ich hasse das, ne? Dass sie dann immer noch zuschlagen können. Ich finde das so doof. Er hat mich gesehen, verdammt. Ich dachte, er sieht mich nicht. Nein! 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 Oh, fuck you! Nein, ich bin tot. Ach, shit, ey. Ach, ich komme hier später hin, ganz ehrlich. Scheiß auf die 3800 Seelen. Ich komme später. Nee, ach, Mann, jetzt bin ich hier. Komm, jetzt gehe ich hier noch durch.
Jetzt kann ich hier auch durchgehen. Ich renne auch schnell da hinten hin. Und mir das. Dankeschön. Tschüss. Ach fuck, jetzt bin ich vergiftet. So ein Käse. Die Dinger machen ja gar nichts. Voll doof. Warum kommt der denn eigentlich jetzt schon an? Jawohl, da hast du nicht mit gerechnet, ne? Ja. Ich bin extra für dich aufgehoben, du kleiner Strolch, du. Ah, fuck. Ah, fuck. Ne. Uncool. Ach, leck mich doch am Arsch. Huiuiuiui. Mein Gott, komm her jetzt. Es hat funktioniert, aber er hat mich getötet. Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt mal ganz ehrlich, ich hab ihn pariert. Trotz des Parries hat er mich getötet. Aha. Macht schon soweit Sinn, ja. So, diesmal versuchen, nicht vergiftet zu werden. Macht eventuell den Kampf ein kleines bisschen leichter. Ist das da hinten? Also ein Item, ja, aber... Und im Grunde hier ist ja auch noch was. Eine Estus Cherbet. Ich warte mal ganz kurz, bis das hier weg ist, das Vergiftete, weil... Ich mach den jetzt kaputt, den Penner. Ah, Schwert nochmal kurz testen. Ich meine, wer wo gelacht, wenn ich das nicht schaffe? Okay, hier muss ich dann hoch, alles klar. Also ich werde bestimmt jetzt noch einmal sterben. Da ist auch noch ein Item. Aber das sind noch diese anderen Viecher, da deswegen doof. Mann! Ach shit. Oh, das war jetzt nicht ganz so richtig. Hilfe! Fang mich doch. Fang mich doch. Oh, was ist da hinten? Ich glaube, der weiß nicht, wo ich bin. Das ist meine Chance abzuhauen. Oha, was bist denn du? Was ist das denn für ein Ding? Okay, es kann springen, alles klar. Das macht auch gar nicht wenig Schaden irgendwie. Aha, okay, ja, nee, ist okay. Ja, ja, ist cool. Ist doch gut, ich hab's verstanden, du bist scheiße. Meine Güte, was... Alter, ganz ehrlich, was laufen hier für Viecher rum? Jetzt bin ich hier so. Oh. Schön. Nehmen wir mal hier hin. Noch eine kleine Titanitscherbe. Fantastisch. Da geht's auch hoch. Sag mal, hier geht's überall hoch. Das ist alles sehr verwirrend. Warum geht's hier überall hin? Ist hier irgendwas? Unten? So? Lohnt sich das hier? Bestimmt, da ist 100 Pro ist da was.
Was ist das? Ich gehe da nicht hin. Er sieht groß und hässlich aus. Ich lasse das lieber. Ja. Mann! Nee. Ganz böse. Warum kann ich den nicht wegsteppen? Hat das übrigens auch? Ach, hat auch kritisch 100. Ah, gut. So, geht zwar auch so weg, aber trotz alledem, hier ist noch, ist das ein Süppchen wieder? Nee, leider nicht. Flamme löschen, alles klar, ich mach die aus. Mit der Hand einfach, zack, Junge, kein Problem. Ups. Upala. Ach so. Ja, dann geht mal. Ist ja kein Problem. Mhm. So, so. Aha. Okay, das heißt, ich muss bestimmt noch irgendwo eine Flamme, so, und dann, ne? Alles klar, ich hab verstanden. Oh Gott. Warum ist hier überall Feuer? Warum kann man hier überhaupt nach hinten? Ja, Kopf kriegen wahrscheinlich. Hm. Okay, das heißt, ich muss aber eh nochmal zurück, weil nämlich... Da war ja noch der andere Turm, wo ich hoch kann. Da möchte ich eigentlich ja auch noch rauf, nicht wahr? Beziehungsweise, ich muss da vielleicht sogar rauf. Ich bin mir dessen noch nicht so sicher, was ich genau da machen muss, aber das werden wir schon irgendwie herausfinden, indem wir da einfach rauflaufen. Oh nö. Also da ist auf jeden Fall noch ein Item. Oh, hier kommen wir auch hoch. Ja, Spitze. Das ist zwar gar nicht da, wo ich hoch wollte, aber das macht überhaupt nichts. Hallo? Ach, der sitzt da so rum. Was ist? Ach, mit seinem Dreckschild hier. Da. Okay, cool. Ich wusste nicht, dass ich auch das Schild wegschlagen kann tatsächlich und dann... Kapau. Och nee, die vergiften. Da habe ich aber keinen Bock jetzt drauf. Lassen Sie das bitte. Hm. Also es gibt noch mehr, wo man hoch kann. Guten Tag. Ich bin's, der Post. Oh, hätte ich mit ihm reden können? Er macht nichts. Ich töte die lieber, dann ist, ne, besser. So. Ich mach die Flamme jetzt auch aus. Ja, wissen wir, da geht jetzt hier auch das Licht aus und dann habe ich die Hoffnung zumindest, dass es bei dem anderen angeht. Und dann ist das Tor auf. Ich habe zwar keine Ahnung, wo dieses Tor ist, aber das macht ja nichts. Ach nee. Ja, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Das sind 4 anscheinend. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Es ist nur das... Mhm.
Da war doch noch ein Item, ne? Ja. Ach komm, YOLO, ich lauf da hin. Ah. Oh shit. Ah, die Vergiftung heile ich, wenn ich da hier durch bin. So. Holen Sie mich jetzt erstmal das Item. Ach, mehr Lila-Moosklumpen, na dann. Immer rein damit. Was sind denn das für Typen? Die sehen komisch aus. Ach nö. Okay, komm her. Wie viel brauche ich für das Großschwert? 28 Stärke. Alles klar, habe ich was, worauf ich hinarbeiten kann. Guten Tag, was geht? Da ist doch noch was, wo ich hoch kann, oder? Jetzt muss ich hier irgendwie runterkommen, ohne dass ich sterbe. Und schnell hier in das seichte Gebiet. Ach nee, scheiße. Hä, ich bin schon wieder ganz am Ende. Hm. Okay. Das heißt, ich muss erstmal hier wieder zurück. Ich weiß, in der Mitte war noch auf jeden Fall so ein Ding, wo du hochklettern kannst. Also hochlaufen. Im besten Fall natürlich, weil Treppen. Ach nö. Erstmal die Vergiftung heilen. Ja, komm her jetzt. Komm. Ja, fein. Nee, nicht fein. Böse. Ja. So. So. Ach, ich bin ein bisschen am Überlegen. Das ist doch aber gar nicht das, wo ich am Anfang war. Also. Weißt du was? Ich benutze mal kurz den Heimkehrknochen. Und durchforste das Gebiet nochmal von hier. Achso, allerdings ist die Folge auch schon wieder zu Ende und deswegen tschüss. In der nächsten Folge geht es hier genau weiter und dann gucken wir weiter, was hier für geiler Shit auf uns wartet. Ciao. Warum habe ich eigentlich wieder so wenig Leben? Warum bin ich nicht entfacht? Bin ich gestorben? Kann gar nicht sein. Warum habe ich so wenig... Ach, egal.